Der Jensi. Grüß dich, servus, Thomas hier. Ja? Servus, ja, okay. Ja, du hast mich letztens angefragt für eine Zusammenarbeit. Du bist Softwareentwickler, okay, hast noch einen Partner. Ihr habt letztes Jahr 70-80k gemacht, okay. Ihr wolltet jetzt mehr Kunden skalieren, okay. Ach, du bist zum Entschluss gekommen, dass sich Softwareentwicklung nicht skalieren lässt. Okay. Ja, das ist aber schade. Okay. Mhm. Weil das lässt sich schon skalieren. Ist halt nur kein No Walk in the Park. Ne? Also easy money ist es jetzt nicht unbedingt, aber steckt ein bisschen was Arbeit dahinter. Okay, überlegst du nochmal. Ja, passt. Ne? Also ich will dich jetzt nicht zu nichts zwingen. Okay, bis dann, Jensi. Ciao. Ciao, Jensi. Ja, das war der Jensi. Michi, was sagst du zum Jensi, seiner Meinung? Also der ist ein bisschen so frustriert. Der hat sich bei uns bei Klein Marketing einen Call gebucht. Könnt ihr und auch bei uns buchen, letztendlich, also klein-marketing.com oder thomasklein.consulting oder einfach Calendri, ja, / gratis Strategiesession. Und ja, das waren zwei Leute und dann glaube ich knapp unter 100.000 Euro im Monat, haben sich vor 3 Jahren selbstständig gemacht. Im Jahr erst. Ja, die haben sich erst vor einem Jahr haben sie erst selbstständig gemacht, richtig selbstständig gemacht, genau. Und ja, einfach ganz normal, ne? Also so das typische Ding. Ein bisschen haben einen großen Kunden, ein paar ganz kleine Kunden, so ein paar Schnipselkunden, so mit vierstelligen Beträgen. Ja, und ich habe mit ihm mal ganz offen und ehrlich gesprochen, auch aus den Erfahrungen, die vielen Jahre, die ich jetzt auch mit individuellen Softwareentwicklungen gemacht habe. Nur mal ganz kurz zur Information. Ich habe über Jahre lang also mit großen Herstellern und so weiter auch gearbeitet, wie Adobe, SAP und so weiter und Microsoft. Und das ist ja nochmal ein anderes Game auch, ja. Also da verkauft man ja quasi Lösungen, die große Firmen ja mehr oder weniger kaufen müssen. Da herrscht ja quasi Kaufzwang, ja. Ja, individuelle Softwareentwicklung ist halt ein bisschen individueller, das sagt ja der Name schon. Und wenn man da eben in dem Bereich ist, dann muss man halt andere Herausforderungen nehmen, um zu skalieren. Wie siehst du das also von deiner Warte aus? Weil du bist jetzt da schon seit über 20 Jahren selbstständig, letztendlich Entwickler, seit mindestens genauso lange. Und seit, wie lange gibt es jetzt deine GmbH schon? 2016. 2016, das heißt... 4 plus 4 ist 20. Jetzt sind wir schon 24, oder? Ja. Oh mein Gott, die Zeit vergeht so schnell. 8 Jahre. Ja, 8 Jahre. Man sagt ja so, dass die 95% der gegründeten GmbHs nur 3 Jahre überleben oder 3 bis 5 und dann sind die pleite. Also 8 Jahre, gratuliere, ist schon mal eine schöne Zeit. Ja, ja, okay. Ja, also was sagst du zum ganzen Ding? Also man kann Softwareentwicklung nicht skalieren und ja, es gibt ja nur, kann ich gleich mal vorwegschicken, es gibt einige Softwaredienstleister, die haben einige 100 Mitarbeiter. Ich glaube, die größten sind sogar über 1.000 Mitarbeiter. Ja? Habe ich auch schon mal einen Kunden gehabt. Ja, doch, also man, natürlich, ich sag's ja, kann man schon skalieren. Man muss so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Also dieses ganz große Modell oder das zu schnelle Wachstum, also für uns zum Beispiel, wir haben jetzt nicht versucht, hier so, mein Idealziel sind so die 20% Wachstum im Jahr, da kommt man auch dann über 10 Jahre auf eine ganz schöne Zahl, also mit Zinseszinseffekt. Wenn es zu steil angeht, muss man halt schauen, ist es halt umso schwieriger, dann auch die Qualität von den Mitarbeitern zu halten. Aber es lässt sich trotzdem, denke ich mal, auch so ein kleineres Wachstum, also kleine in Anführungsstrichen, 20% ist im Vergleich immer noch, glaube ich, relativ groß, aber damit lässt sich es eigentlich schon ganz, ganz gut machen. Es ist kein, wie du sagst, nicht unbedingt ein Spaziergang, jetzt auch kein so hochriskantes Geschäft. Also wenn du da einigermaßen gute Leute hast, es schaffst, gute Leute herzuziehen, dann findest du auch irgendwie Abnehmer für deine Dienstleistung. Durchaus eine valide Option. Natürlich kannst du auch über ein Produkt skalieren. Also sagen, ich entwickle jetzt mein Produkt und hau das dann auf den Markt. Da ist halt, sagen wir, der Upfront,
Kosten und Risiko, wenn es dann das Produkt nicht entsprechend im Markt angenommen wird, ist halt ein anderes. Dafür hast du halt hinten raus ganz andere nochmal andere Skalierungsmöglichkeiten, weil wenn deine Software funktioniert als Software as a Service oder so zum Beispiel, dann kannst du die praktisch fast kostenlos beliebig oft replizieren und dementsprechend skalieren. Also da hast du dann eine ganz andere Entwicklung hinten raus, aber hast halt vorne ab mehr Risiko. Das ist, muss jeder für sich entscheiden. Wenn man vielleicht irgendwie 2, 3 Kumpel hat, die mit einem mitgehen, dann ist vielleicht der Weg über Dienstleistungen gar nicht mal so schlecht. Es lässt sich schon genug Geld rausholen, dass man damit auch wirklich ein Wachstum finanzieren kann. Ja, die Sache ist halt immer, dass viele einfach auch ein bisschen, besonders die jüngeren Leute, die, sagen wir mal, so in den 20ern sind, einfach zu verkorkst sind, so ein kleines bisschen. Also von diesem ganzen ich bin Fitnesstrainer und skaliere mich hoch, oder ich bin Persönlichkeitsentwickler, Coach, oder ich bin dies und das und jenes und so weiter, kommt man irgendwie aus dieser Bubble raus. Und man muss sich das mal ein bisschen relativieren vielleicht. Ja, also ich bin jetzt auch schon älteres Baujahr, ne? Und ich habe zum Beispiel schon viel gearbeitet noch in den 90ern. In den 90ern war ja so, also wenn du dich zum Beispiel grundsätzlich mal in der Industrie oder im Handel auch selbstständig machen wolltest oder auch eine größere Firma aufbauen, dann musstest du Maschinen kaufen, dann musstest du Ware kaufen, dann hattest du quasi Lagerhaltung, also unfassbare Risiken, die du eingehen musstest. Und wenn du jetzt das mal jetzt damit mal Softwareentwicklung vergleichst, dann hast du ja quasi de facto kaum Fixkosten, außer die Personen. Ja, und letztendlich theoretisch musst du heutzutage nicht mal mehr ein Büro mieten. Ja. Also, obwohl ich sie jemandem empfehlen würde, dass er Büros mieten würde, einfach weil es auch professionell nach außen hin ist ein bisschen. Aber letztendlich, die Leute irgendwie kommen aus der Fitness-Coach-Szene oder Dating-Coach-Szene und alles mögliche andere, wo halt Leute irgendwie quasi nur mit quasi eine Dienstleistung digitalisieren, wo sie mit einer Stunde Arbeit dann irgendwie 100 Kunden mit quasi de facto so gut wie null Risiko bedienen können. Und ich würde mal sagen, die Softwareentwicklung über Entwickler skalieren ist halt irgendwo dazwischen, aber es ist definitiv jetzt kein High-Risk-Business oder irgendwie sowas. Und von daher einfach die Aussage, um auf das mal zurückzukommen, ja, Softwareentwicklung lässt sich nicht skalieren, ist halt einfach so nicht richtig. Und auch es gehört auch wirklich insgesamt nicht zu den schwierigsten Dingen hochzuskalieren, zumal ja letztendlich die Nachfrage unfassbar da ist. Ja. Man muss halt nur wissen, wie man sich positioniert. Und dazu kann man sich jederzeit gerne auch bei kleinen Marketing einen Termin buchen. Da helfen wir immer wieder gerne. Und letztendlich habe ich auch letztens wieder einen Kommentar gehört, wieder von Kuxi oder wie der hieß. Ja, der hat ja auch nach Tipps gefordert, ja, für Branchen, Nischen und Positionierung und so weiter. Das ist mitunter der häufigste genannte Herausforderungen für besonders Softwareentwickler, die nur ganz am Anfang stehen, dass sie einfach zu wenig Lebenserfahrung haben, Berufserfahrung oder generell halt Erfahrung in diesen Märkten und in dieser Tätigkeit, um überhaupt überhaupt mal Vorstellungen zu haben und Ideen zu generieren, wie man sich für wen am besten positioniert, sodass es dann einfach auch Win-Win-Situations eben dadurch entstehen und langfristige Bindungen. Daraus entstehen hohe Customer-Lifetime-Values, um jetzt mal im Marketing-Jargon zu bleiben oder zu sprechen. Und daraus wiederum entstehen Möglichkeiten der Skalierung. Also letztendlich, alles fängt irgendwo mit der Positionierung an meistens. Und dafür natürlich auch die Kompetenz. Ja, aber auch da haben wir ja schon viele Videos gemacht und da Michael hilft ja auch immer gerne sehr weiter auch mit Kommentaren, also auch gerne bei uns mal einen Kommentar lassen diesbezüglich, wenn du da was brauchst von Michael. Also das ist so das, wo ich sagen würde, man soll es nicht unterschätzen, weil wir haben ja auch letztens wieder ausgerechnet, der Mindestlohn ist aktuell in Deutschland 12,45 Euro oder irgendwie sowas. Wenn man jetzt halt jemanden Vollzeit 40 Stunden die Woche einstellen würde, nur zum Mindestlohn, also das ist ja quasi, Mindestlohn bedeutet, man muss mindestens das zahlen, egal wie gut oder schlecht jemand ist. Also selbst wenn jemand nichts kann, muss man den Mindestlohn zahlen, was meiner Meinung nach fragwürdig ist auch ein bisschen. Also es kann Leute geben, die man vielleicht einfach
für die Erfahrung auch erstmal arbeiten lassen sollten, können lassen sollte, weil man bezahlt die ja quasi mit einem Training, das ja quasi unbezahlbar ist. Ja? Also, aber man muss den dann quasi, also 12,45 Euro mal 160 Stunden im Monat, sind dann knapp 1995 Euro oder irgendwie sowas, also quasi 2000 Euro, dann noch plus soziale Sicherungsbeiträge und so weiter. Also man ist da unter 2000, geht da gar nichts, wenn man eine Vollzeitkraft. Selbst auch den quasi den absoluten Vollbeginner einstellen wollen würde. Und das ist natürlich, das zeigt nur deswegen, dass man so die Personalkosten ist halt dieser eine Faktor. Das ist halt ziemlich der einzigste wirklich, also vielleicht ein paar Laptops und so weiter. Und die kann man sich auch leasen, intelligent. Also das sind einfach Personalkosten, die sollte man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite hast du halt wirklich auch nichts anderes außer Personalkosten. Also du hast keine Maschinen, keine Lager, keine Rohstoffe, die du einkaufen musst, wo du quasi Preisschwankungen abfedern musst, hedgen musst, was weiß ich alles. Also es gibt so viele Unternehmen, die haben so viele mehr Risiken als wir jetzt in Softwareentwickler und Dienstleister, oder? Also von daher, ja, vielen Dank nochmal, Michael. Vielleicht nochmal ein paar abschließende Worte. Ja, also es macht halt auch Spaß, also wenn man da mal so ein paar Hürden genommen hat und wenn es dann mal wieder irgendwie nicht so toll gelaufen ist und dann läuft es wieder, dann hat man auch wieder ein ganz anderes Gefühl dabei. Es sind immer Herausforderungen, also das ist klar, also Software skalieren geht schon, ist nicht ganz einfach, aber kann man schon machen. Ja, vor allen Dingen, wenn jetzt jemand noch ein bisschen am Anfang steht und letztendlich sich auch noch ein bisschen unsicher ist oder auch von seinen Kompetenzen oder whatever. Ja, wir haben auch mal wieder Projekte, wo wir auch mal ab und zu mal einen Freelancer mit reinnehmen hier bei der GMPsoft GmbH. Also einfach mal auch gerne direkt bei Michael melden diesbezüglich, ja, bei der GMPsoft GmbH. Und deinen Lebenslauf einfach reinschicken oder sonstiges oder deine Erfahrungen oder was auch immer. Ne? Also letztendlich, da ergibt sich eventuell auch immer mal wieder eine Möglichkeit, um im Projekt mitzuwirken und dann eben auch Erfahrungen zu sammeln. Und das ist ja auch unfassbar wertvoll. Ja, okay, das soll es gewesen für dieses Video. Wenn euch das Video irgendwie gefallen hat oder weitergeholfen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Wir sind jetzt erstmal raus mit diesem Video. Bis dahin, ciao. Ciao.